Hey, hey du! Wer, ich? Psst! Ich? Ja, genau, du. Du scheinst mir ein cleveres Kerlchen zu sein. Oh ja, das bin ich. Ich studiere Physik. Du scheinst mir jemand zu sein, der sich ein gutes Angebot nicht entgehen lässt. Ja, ja, das stimmt. Möchtest du einen Tee kaufen? Also, neulich war da ja schon mal jemand hier und der hat mir nicht nur ein T, sondern auch ein A und eine 8 verkauft. Also, hättest du nicht vielleicht ein B oder ein S im Angebot? Kein T. Einen T. Ach so, du verkaufst Tee. Genau. Du solltest einen Tee kaufen. Ja, dann hätte ich gerne einen. Was kostet denn bei dir so ein Tee? Jeder Tee nur 1 Euro. Salbei-Tee, Kamillentee, Liebertee, Egalitee, Fraternitee, sogar Goji-Beere-Süßkartoffeltee. Goji-Beeren-Süßkartoffel? Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Nein, nein. Sag mir einfach irgendeine Teesorte, ich wette, ich habe sie auf Lager. Also heißes Wasser hätte ich da noch da. Und dazu hätte ich dann gerne... Spinnst du, etwas von diesem schmierigen Tunichtgut zu kaufen? Der hat sicher kein Hygienekonzept vorgelegt. Und du wolltest jetzt einfach zu ihm rüberlaufen und dabei den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern unterschreiten. Nein, also eigentlich wollte ich mir nur den Tee kaufen und dann das alles im Abstand von 1,5 Meter machen. Also ich hätte dann gern einen Fenchel-Anis-Kümmeltee. Nee, tut mir leid, so geht das nicht. Dann kann ich den Tee wohl doch nicht kaufen. Gibt kein Teeproblem, für das ich keine Lösung habe. Ich habe gar nicht gesehen, wie das funktioniert hat. Ich hätte dann gern noch einen Süßkartoffel-Goji-Beere-Tee. Aber denk daran, den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Na klar, kein Thema. Aber wie hat er das denn jetzt gemacht? Und hat er wirklich den Mindestabstand eingehalten? In der Tat. Das waren sogar 2 Meter. Unserem Teefachverkäufer hier ist es anscheinend gelungen, mit dem Luftstrom der Einpersonen-Haartrocknungsanlage den Föhn, den Luftballon einzufangen und förmlich fernlenkbar zu machen. Grund dafür ist der folgende Effekt. Beginnt der Luftballon sich aus dem Luftstrom herauszubewegen, strömt die Luft an der Seite des Luftballons, die noch im Luftstrom drin ist, schneller vorbei. Schneller strömende Luft hat einen geringeren Druck und deshalb wird der Luftballon in den Strahl zurückgesaugt. Das ist wie mit diesem Blatt Papier. Siehst du, er pustet über das Blatt Papier drüber und das Blatt Papier
Hey du, Zeit ist Geld und du schuldest mir noch 5 Euro. Was? 5 Euro? Ich dachte, jeder Tee 1 Euro. Ja genau, jeder Tee 1 Euro. Zuzüglich Versandkosten. Schau hier, diesen AGB hast du zugestimmt. 1,50 Euro Expressversandgebühren mal 2. Hä? Wer liest denn schon die AGBs? Aber na gut. Dann kriegst du halt deine 5 Euro. Herzlichen Dank. Das macht dann nochmal 1,50 Euro Transaktionsgebühr. Hier unten, da steht es. Nutzung des Express-Zahlungssystems. Oh Mann, wie soll ich denn die Gebühr jetzt bezahlen, ohne dass noch weitere Gebühren anfallen? Sag mal, ist dein Tee eigentlich Fairtrade? Und hast du dafür eigentlich eine Verkaufsgenehmigung? Ach, Schwamm über die Transaktionsgebühr. Ist eine Neukundenaktion. Zeit ist Geld und ich gehe jetzt nochmal wieder welches verdienen. Puh, danke dir. Ohne dich hätte ich es niemals aus dieser Gebührenspirale rausgeschafft. Ja, das macht dann auch nur 2,95 Euro Konsultationsgebühr. Nur Spaß. Ich helfe doch immer gerne, wenn ich kann. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit den restlichen Türchen in deinem physikalischen Adventskalender.